Hallo, ich bin Melody und willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD, meinem neuen Gameplay. Ich habe eine Angel und ja, ich müsste jetzt zur Katze. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Wo war sie nochmal? Die wurde kurz gezeigt, wo sie am Wasser steht und im... Ach da, ich glaube, hinter dem Haus hier. Stand sie am Wasser und hat den Teich. Da ist sie. Hallo. Hallo, Katze. Keine Angst. Ich will dir doch mal helfen. So, und wie war das jetzt? Ich versuche mal. Nein, A ist weglegen. Okay, dann Y. Nochmal Y. Genau. Und dann mit A einholen, hoffe ich. Nein, das war's nicht. Nochmal. Vielleicht nochmal mit Y einholen? Fischi, Fischi, Fischi. Guck mal, das willst du doch bestimmt, oder? Lecker, lecker Wurm. Und zack. Achso, muss wahrscheinlich dann Y. Nee, Y gedrückt halten? Nach hinten? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Eine Grünkieme, 28 cm. Hier, Katze, für dich. Was? Mein Fisch? Na dann, guten Appetit. Ich habe immer noch nicht genug Rubine, glaube ich, um die Schleuder zu holen. Deswegen. Ich habe 21. Ich guck mal, dass ich irgendwie zumindest 30 habe. Wobei ich glaube, sie kostet 40. Aber mit 30 bin ich ja schon mal dann noch einen guten Schritt weiter. So 5 Rubine wären nicht schlecht, ne? Irgendwie. Aber mit Essen spielt man nicht, wurde uns schon gesagt. Die wachsen ganz schön schnell nach. 25. Ich glaube, hier oben waren auch Rubine. Nee. Zumindest sind hier Kürbisse. Aber ich glaube, ich kann auch irgendwelche Häuser noch klettern. Nein. Mach's kaputt. 5, genau. 5, sehr gut. Ich bin bei 30. 31. So, ich gehe mal kurz in den Laden, guck mal, wie viel es kostet. Ich glaube, es waren 40. Aber ich denke, ich weiß, wo ich noch mehr Rubine finden kann, wenn... Ach, wenn es auch im wahren Leben so schön leicht wäre, an Geld zu kommen. Oh, völlig unglaublich. Ach, der Katze heißt auch Link. Okay, das hatte ich vergessen. Ja, sehr lecker. Ich mag auch Milch, insofern. Eine Runde aufs Haus. 3 Herzen, okay. Na gut, zum Glück habe ich nur 3 momentan. Aber später wird es ganz schön knapp. Und ich glaube, es ist nur ein Schluck drin. Ich hätte gern die Schleuder, bitte. So, Milch. Ah, ich kann sie wieder auffüllen, okay. Das soll ich auf jeden Fall dann machen. 10 Rubine ist nicht so viel. Köder zum Angeln. Hm. Schleuder. 30 Rubine. Super. Ja, gekauft. Kürbiskerne. Habe ich Kerne? Ich weiß es nicht. Maximal 50. War das vorher auch schon so? 50 kommt mir so viel vor. Nee, erstmal nicht. Ich habe nur noch einen Rubin übrig. Ist hier zufällig noch ein paar? Sind hier noch ein paar Rubine? Ich glaube aber, ich habe noch einen Schluck in meiner Milch. Deswegen. Steht hier irgendwas dazu? Nee. Ich gucke gerade auf dem Gamepad, ob was zu meiner Milch steht. Aber ich glaube irgendwie nicht. Ein Schluck reicht mir ja erstmal. Und ich glaube, ich kann später auch nochmal nachfüllen, wenn ich brauche. Aber ich werde auf jeden Fall irgendeinen Trank brauchen, weil ich ja, wie gesagt, im Heldenmodus spiele. Na, siehste. Nur Probleme. Ist ja schon mal was. Noch 2 und dann könnte ich mir eine Milch holen, die ich mir erst später holen wollte. Na gut. Ah, Kerne, genau. 50 Kerne. Was? 50 Kerne? Ich erhalte 50 Kerne? Das sahen aus wie 3 oder so. Okay, dann werde ich mal die Schleuder ausrüsten. Auf geht's. Und dann werde ich mal diesen... okay. Das Nest hier runterholen. Ich glaube, sie hassen mich jetzt. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid.
Okay, wir haben das Interesse verloren. Hallo? Ein Stein. Ja, kein Problem. Die habe ich eh gebraucht, glaube ich. Okay. Ah, ich kann was auffüllen. Ich habe aber keine. Ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Aber ich kann auch bestimmt jetzt hochklettern, weil die haben mich daran gehindert, letztes Mal. Ja, du kannst ruhig klettern, Link. Ich drück nach oben. Ach so, hier. Ich sehe gerade bei dem Fadenkreuz, also bei den. Da kann man Ausrüstung speichern. Oh, okay. Also hier. Ausrüstung. Was habe ich hier? Geldbörse. 500 Rubine. Fangbuch. Wow, es gibt ein Fangbuch. Gab das im alten, in der alten Version auch ein Fangbuch? Das kommt mir irgendwie sehr neu vor. Oh Gott, das ist echt. Das muss ich natürlich jetzt füllen. Speichern und Optionen. Was gibt es für Optionen? Ja, das ist Ich-Ansicht. Moment. Was gibt es denn noch aus Auswahl? Außenansicht. Ich glaube, Außenansicht will ich lieber. Ja, ich sollte nicht hier während des Let's Plays oder des Gameplays in Optionen rumspielen. Ich glaube, da war noch irgendwas Gelbes, habe ich gesehen. Oh, ich habe ein Herz verloren, als ich runtergefallen bin. Und ich werde keine Herzen in den Gräsern finden. Ich sollte vorsichtiger sein. Okay, dann ganz. Nicht rennen. Ganz langsam. Ein gelber Rubin. 10. 10 Rubin. 10 Rubin ist gut, glaube ich. Nee. Schon klettern, genau. Ich sollte mich nicht fallen lassen diesmal. Da sind auch noch 2 Rubine, sehe ich gerade. Die sollte ich auf jeden Fall auch einsammeln. Und dann sollte ich zurück zu den Kindern. Wow. Ich glaube, jetzt gibt es momentan nicht mehr hier zu tun, nichts mehr zu tun. Es sei denn, ich will noch weiter angeln, um mehr Fisch zu finden, aber später. Später. Jetzt werde ich mich angeln. Oh, hallo. Was hast du jetzt? Ach so, okay. War das, was ich noch ins Schloss bringen sollte? Ja, bis später, Aline. Kinder, hört mal, ich habe einen Schleuder. Das ist ja eine Schleuder. Ja, das ist eine Schleuder. Oh, jetzt werde ich gezwungen zu schleudern. Oh, mal gucken, wie die Außenansicht jetzt, wie sie sich macht. Ja, okay. So ein Kinderkram. So, erstmal so. Hä, ist es immer noch? Habe ich nicht gespeichert? Die ist ganz schön stark, okay, alles klar. Man kann Ziele in der Nähe mit Hilfe von ZL analysieren. Zack. Was? Eine Spinne? Was macht sie auf meiner Leiter? Sonst hat sie mir einen Rubin gebraucht. Sag mal, Link. Nein, natürlich nicht. Der Kleine will nicht zugeben, dass es ihn auch interessiert. Ja, was sagt ihr jetzt? ZL? Ihr sollt euch nicht schleudern. Achso, ich soll jetzt die Zielscheiben. Alles klar. Na, das kriegen wir hin. Zack. Und. Das war auf der Wii, glaube ich, doch ein bisschen einfacher, weil man da mit dem Wiimote einfach auf dem Bildschirm zeigen konnte, wo man hinschießen will. Und dann zack, war es fertig. Aber hier muss man mit dem Stick und das mag ich ja gar nicht. Die sind beeindruckt. Na, Hauptsache ihr habt Spaß. Ja, das hast du treffend erkannt. Ich habe ehrlich gesagt selbst keine Ahnung, glaube ich,
Da, ah, okay. Nee, ich dachte schon, da, ich habe ein Ziel übersehen. Nee, habe ich nicht. Er hätte mir das auch ruhig in die Hand geben können, aber ich beschwere mich nicht. Der hat sogar in eine schmucke Truhe getan. Tada, ein Holzschwert. Okay. Ein Holzschwert? Okay, dann ist es dann wahrscheinlich für mich oder wie? Weil ein Holzschwert ins Schloss bringen? Glaube ich irgendwie nicht. Vielleicht war das, habe ich das doch irgendwie missverstanden. Ich habe ein Schwert. Das ist ja ein Holzschwert. Die Affen sind frech. Okay. Ja, kein Problem. Ich bin ein Pro mit dem Schwert. Zumindest hoffe ich das. Eine Attacke. B drücken? Ja, gut. Alles klar. Zack. Ach nee, ich habe ihn anvisiert. Ah, das war nicht gut. Ein vertikaler Hieb. Ach so, okay. Das überspringt er jetzt dann einfach. Einen tollen Trick, wo du mit Zitell ziehst. Eine Stechattacke. Stechattacke, so heißt das doch. Neunmal kluger. Okay, dann zack. Wahnsinn, Link. Die Wirbelattacke. Oh Gott. Ah ja, okay. Gedrückt halten, loslassen. Ganz toll. Die Sprungattacke. Gleichzeitig A drückt. Nein, ich muss nicht unbedingt gleichzeitig sein. Wow! Wie beeindruckt die sind. Und Link hat echt Spaß daran, die zu beeindrucken. Herzlichen Dank! Du hast ja auch einen Stock und ich habe ein Holzschwert. Ein Affen? Ein Affe. Epona völlig unbeeindruckt. Jetzt rennen sie hinter dem her. Was hat er euch getan? Lasst den Affen in Ruhe. Das hört sich nicht gut an. Jetzt gibt es auch noch bedrohliche Musik. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um wieder einen kleinen Cut zu machen. Ja, in dieser Episode haben wir recht viel geschafft. Wir haben ein Schwert, wir haben einen Schleuder, wir haben eine Angel. Und jetzt geht es gleich los und auf Affenjagd. Das erwartet euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, hier zuzugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!